Schönen Mittwochabend, liebe Leute, Zuschauer. Es ist Mittwoch, habe ich schon gesagt. Es steht im Krieg aktuell 2359 zu 1067. Wir haben noch 20 Flaggen und der Gegner 46. Habe gar keinen Bock, das hochzurechnen, aber ich glaube, es steht ganz gut, wenn ich mir die Hits angucke. Es gibt ein neues Feature und zwar. Untote Horde nennt sich das. Alle Helden werden in diesem Allianzkrieg von einer untoten Horde unterstützt. Alle Helden erhalten einen Skelettlakaien. Der Skelettlakai erbt 10% Angriff und 10% Leben von seinem Besitzer. Diese Kriegsunterstützung wird alle 5 Züge aktiv, quasi üblich. So, der Krieg geht noch 15 Stunden, 2 Minuten. Und wir legen mal los. Wir suchen wieder nach zweifache Farbe. Und schauen, ob wir was finden. Ein paar sind noch übrig. Gut. Oder auch nicht gut. Es gibt hier keine Doppelung in der Farbe. Die Überbleibsel sind alle. Machbar. Ja, das können wir so machen. So, jetzt haben wir mit Malossi Wähler blockiert, sodass sie nur Initialschaden macht, aber keinen Debuff auf uns. Ist natürlich ganz gut. Ich mal den Heiler voll. Das wird ja auch mal Zeit. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir Melindor blockieren oder den Debuff von Aslar. Ich denke, wir werden den Heiler blockieren. Interessant zu sehen, dass auch die Horde für uns zählt und nicht nur für den Gegner. Allerdings ist das eine Kriegshilfe, sondern die zählt anscheinend für jeden. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen Schaden kassieren. Aber das sollten wir gewonnen haben. Google heißt er. Wir haben Google besiegt. Wir haben Google geschlagen, das ist schon mal gut. So, Viking. Nee, wir wollen ein paar stärkere nehmen. Der hier schreit schon nach unserem lilanen Team, damit wir Mutter Nord blockieren. Dann stört uns Orsena auch nicht so doll. Könnten wir mit Grün rein.
65. Ich denke, gegen Frigga wäre es echt unklug, mit Grün zu kämpfen, weil wir dann auf der anderen Seite. Also mein Gedanke war, mit Frigga macht ja Schaden anhand der grünen Felder auf dem Feld. Nun bin ich ja, wenn ich mit einem grünen Team reingehe, darauf aus, meine grünen Steine wegzuspielen. Also wäre das vielleicht von der Logik her am besten. Dann haben wir aber auch zweimal Dot Damage und zweimal AE Damage gegen uns. Das heißt, effektiv müssen wir versuchen. Na, mal gucken. Wir hier vielleicht sogar mit 5-0 reingehen. Kommt es oder kommt es nicht, ne? Das ist die Frage. Wie wäre es, wenn wir das hier versuchen? Also mit zweieinhalb Mal Heilung und der eine Hot hebt sich auf. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich muss nochmal umstellen. Damit steht aber schon gut. Ich versuch's mal so. So, jetzt kommt's drauf an. Nice. Das hat ja super geklappt. Leider aber kein Grün an der Stelle. Hätte ich den gerne auf Frigga verteilt. Oder Frick. Lass mich hier auf Frigga kommen. Damit sagen wir Adieu, Frick. Nochmal Adieu, Frick. Wahnsinn. 64 und der Dot tickt 63. Dann müssen wir es beenden. Das gibt es nicht, ey. Die fangen das ein bisschen ab, kein Problem. Gehen wir jetzt gemütlich nach Hause. Und einen haben wir noch. Das sind 65. Hier nicht noch einen stärkeren. Ja, na dann versuchen wir es doch an der Stelle. Legen direkt los.
Lief schon mal wieder sehr gut. So, jetzt haben wir Mutter Nord gleich am Popo. Das heißt, das haben wir gewonnen. Jetzt hier mit Kunchi noch mal eine Runde gewartet, um Wähler auszuhalten. Tja, das war's. Sechzig, 65, 65. Sind wir gleich auf mit BBA. Naja, mal gucken, was die zweite Runde bringt. Guten Morgen, Boys and Girls. Es ist Donnerstagmorgen. Zweite Runde der Kriegssession startet. 4.313 zu 1.293. Der Gegner hat aber quasi noch 111 Flaggen, Schnappzahlen wie 47. 6 Stunden 16 sind noch zu spielen und wir haben, es sind noch ein paar Reste da. Tja. Mal gucken. Rot und Blau. Ich glaube, Blau wäre eher weniger sinnvoll. Und jetzt brauchen wir noch einen Hitter. Schon. 4. Versuchen wir es. Tja, ein bisschen mehr. Bisschen mehr Rot wäre gut gewesen. Aber ich will mich jetzt gar nicht beschweren. So minimal kommt ja was. Verließen sie ihn auch schon wieder. Na, natürlich, er haut genau den Heiler weg.
Tja, wäre die Scheißgazelle nicht gewesen, wäre es das jetzt für die Mutter Nord gewesen. Ihr seht schon, ich quetsche mir hier einen abgefüllt. Auch für die Gazelle wäre es das fast gewesen. Machen wir das jetzt so, vielleicht hätte ich mich voll auf die Gazelle fokussieren sollen. Jetzt versuchen die zu erledigen. Wieder ein Minion mehr und der Hot tickt. Ist das nervig. Gleich kommt der nächste Hot. Ich kann ja nichts machen. Er ballert mir einen und dann weg. Das Board ist Schrott. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir versuchen jetzt erstmal links die beiden nochmal wegzuschießen. Mein Gott, das hat ja gedauert. Oh nein, ich hab das doch nicht mal angeklickt. Ich dreh am Rad, ey. Ich dreh am Rad. Das gibt es doch wohl nicht. Und jetzt kommt Mutter Nord. Ich werd bekloppt, ey. Glück gehabt. Ja, das war's. Leider noch mehr übrig zum Klären, aber. Nein, diese eine Kaskade. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Es hat so ewig lange gedauert, auch weil nichts kam, wieder durch Mutter Nord, ich die ausgewählt habe und nichts passiert ist. Ich hasse dieses Spiel, wenn es so daneben geht. Wirklich wahr, wirklich wahr. So, mal gucken, wir haben jetzt noch. Mal ein grünes Team. Und ein blaues Team. Dann machen wir es mal anders. Wir haben noch ein blaues Team. Oh. Eigentlich auch noch zwei LKs. Das kann ich auch so vorher gemacht haben.
Wir könnten also noch einen blauen Header mit reinnehmen, den wir nicht haben. Noch nicht, sonst fehlt da an dem Fall noch Magni, eindeutig. Also machen wir es so, Damage haben wir genug. Wir müssen aber die Heilung etwas optimieren. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja. Okay, als erstes verteilen wir mal den hier und den. Dann töten wir Ion. Und dann haben wir immer noch gemütlich kritisch. Das ist natürlich sehr gut. Das erledigt. Das läuft auch von ganz alleine. Und sofort, der Gegner hat keine 4-6-K. Das wäre sonst viel schwieriger gewesen, wobei das Board echt klasse war. Das Board war klasse, kann man nichts sagen. So. Und jetzt. Jurassic. Er hat hier fast ein Lady-Team aufgestellt, ja. Der gibt 60 Punkte. Und der gibt 65, dann sollte die Antwort glasklar sein. Wir versuchen uns nochmal hier. So. Ja, was sollen wir machen? Wer lobt oder lobt nicht? Sollte gegen Clarissa eventuell schon reichen. So. Schon, jetzt geht so langsam das Gedüse los. Wenn soll ich dich kommen, tut schon wieder nichts. Minions werden immer mehr. Das Board wird immer schlechter. Und jetzt können wir nach dem nächsten Zug auch schon wieder fliehen.
Also machen wir das natürlich nicht, weil wiederbelebt wurde. Mal gucken, vielleicht kriegen wir Poseidon noch weg. Das ist natürlich ein bisschen bordlastig, also ein bisschen bordnotwendig. Puh. Das hat auch noch geklappt. Schade, dass wir wieder jemanden stehen lassen müssen. So, das mag ich natürlich überhaupt nicht, aber bevor das natürlich nicht funktioniert, nach hinten losgeht. Das war's. Was soll man da jetzt machen? Bevor man den Nord wieder wiederbelebt, quitten wir. 26 Punkte, wo sind wir gelandet? Naja, 327 ist okay, glaube ich. Wir hatten einmal richtig viel Pech hier bei, was auch immer, Knick-Eggy-Goll. Da hat es echt durch den einen nicht ausgewählten, trotz Klick, nicht Mutter Nordhit, hat das uns vielleicht das Geld gebrochen. Und der eigentlich semi-schlechte Kampf war der hier. Da konnten wir aber gar nicht wirklich sowas für. Da hat das Board am Anfang gut ausgesehen und später hinaus nicht. Na gut, es bleibt noch ein bisschen was zu klären. Wir haben einen relativ einfachen oder einen gut möglichen noch übrig gelassen. Habt einen schönen Start in den Tag. Ich muss jetzt zum Dienst.